Hallo ihr Lieben, ja, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute habe ich mir mal überlegt, dass ich so ein Follow Me Around mache, also sowas in der Art, weil heute bekommen wir endlich unseren Hund. Und einige haben ihn ja schon gesehen, ich habe so ein kleines Video über ihn gemacht, also zusammengeschnitten. Und zwar kriegen wir den Marley heute, wir dürfen ihn abholen und ich dachte mir, ich mache so ein Follow Me Around daraus, weil das vielleicht ganz süß ist und dann auch noch so ein paar Einblicke von ihm, wie er das erste Mal in unserer Wohnung rumtapst und keine Ahnung. Und ja, ich dachte mir, ich filme das heute einfach mal und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Das Gute ist, dass ich heute nur 2 Stunden hatte und eigentlich hätte ich 3, aber eine ist ausgefallen. Ha? Und deswegen ist es ganz gut, weil jetzt können wir noch früher nach Mettmann fahren, weil wir ihn in Mettmann abholen müssen, da wo auch der Verkehrsübungsplatz ist. Das ist ganz cool, weil so konnte ich letztes Mal noch auf dem Verkehrsübungsplatz Autofahren üben. Dazu habe ich ja auch schon mein Video gemacht. Und ja, ich muss jetzt eigentlich noch Guthaben kaufen gehen fürs Handy, damit ich Internet habe und euch, keine Ahnung, auf Instagram oder sowas mitteilen kann, dass wir den Hund abholen gehen, okay? Und ja, deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich noch los, aber ich muss vorher noch mein Zimmer aufräumen, weil der Marley kann ja nicht in so einem Saustall hier rumlaufen, weil nachher kaut der meine Kabel an oder meine Schuhe oder so oder pisst auf den Teppich und das wäre natürlich nicht so cool. Deswegen rolle ich den Teppich ein und räume noch ein bisschen auf, damit der Marley dann auch hier rumtoben kann, ne? Nachdem der Marley dann bei uns ist, wird noch die Michelle kommen und dann machen wir uns einen schönen Abend, weil morgen ist Samstag, da haben wir unser Schulfesttag da auf der Tür. Und dann können wir da direkt zusammen hingehen und so bin ich halt in der ersten Nacht jetzt nicht alleine mit dem Marley, weil meine Eltern müssen arbeiten. Und dann, ja, muss ich nicht alleine auf den kleinen Schlingel aufpassen. Am besten sehen wir uns wieder, wenn wir im Auto nach Mettmann sitzen. So, der sieht gleich. Guck mal. Die Ermittlungen waren durch eine spätere Anzeige des Ex-Freundes ins Rollen gekommen. Er hatte der Polizei gesagt, das war der erste Start. Guck. Und das waren die Nachrichten mit Sandra Rosenthal. Mehr Meldungen haben wir für Sie ins Netz gestellt. Auf radio.de. Genau, auf dem Teppich, das ist eine gute Idee. Da geht die Sonne schon wieder langsam Richtung Bett. Das ist schon alles. Nee, lieber auf dem Boden. Passt. So, weg ist er. Versteckt und pissen. So, ich habe vergessen, im Auto zu filmen. Aber der Marley ist hier. Der liegt auf mir. Und ist so platt. Und wahrscheinlich vor lauter Fell sieht man gar nichts. Aber es ist so süß. Er ist so süß. Und, der hat schon ins Auto gekotzt bei der Fahrt, was ich aber nachvollziehen kann, weil wegen den ganzen Ampeln und dann wieder anfahren und Ampeln und Bremsen und das ist halt alles stressig für ihn. Hör mal, Lilia. Ja? Wie machen wir das denn? Ich habe den Hund kurz umverfrachtet und er liegt jetzt hier und
Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Aber er ist so fertig, ne Marley. Es werden jetzt auf jeden Fall noch einige Videos mit Marley folgen. Und so auch ein Entwicklungstagebuch, sage ich jetzt mal. Und ja, gleich kommt noch die Michelle zu mir und dann machen wir uns noch einen schönen Abend. Vielleicht halte ich euch auf dem Laufenden, was noch passiert. Und ja, wir müssen auch nachher noch mit dem Marley rausgehen. Aber ja, der pennt halt jetzt erstmal, ne? Ne Marley. Und er wehrt sich einfach nicht gegen das Halsband oder gegen irgendwas anderes. Er hat die ganze Zeit gerade auf meiner Brust geschlafen und auf meinem Bäuchlein. Und man kann ihn kraulen und streicheln und ja, läuft bei mir. Ja. Das ist schon ziemlich süß, muss ich sagen. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Und als kleines Aufklärung mal eben am Rande. Einige von euch kennen ja meinen anderen Hund, und zwar den Oscar. Falls ihr ihn nicht kennt, guckt mal auf Instagram vorbei, da habe ich schon mal ein paar Bilder von ihm gepostet. Natürlich ist er nicht gestorben oder sonst irgendwas, was halt einige schon gefragt hatten. Er lebt halt einfach nur bei meinem Vater und meine Mutter hat sich halt wieder einen Hund gewünscht, so. Und deswegen ist der Marley bei uns eingezogen. Ja, dem Oscar geht es natürlich immer noch super, auch wenn er halt jetzt schon was älter ist und auch viele Operationen hinter sich hatte jetzt sein ganzes Leben lang. Aber ihm geht es noch super. Und wenn ich irgendwann mal bei meinem Vater bin, dann nehme ich die Kamera vielleicht mal mit und filme euch auch ein paar Aufnahmen vom Oscar, damit der hier nicht vernachlässigt wird auf meinem Kanal, ja? Und ja, wir sehen uns dann nachher wieder, wenn die Michelle bei mir ist. Ja, komm mal her, genau. Guck dir mal hier, guck jetzt bitte mal in die Kamera. So, die Michelle ist jetzt auch bei mir. Sag mal hallo. 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 Nein, oh, kannst du das nochmal machen? Nein. auf jeden Fall schläft der Marley da irgendwo hinter meiner Wolke. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich filme, egal. Und mein Bruder kommt gleich noch, also der Mermaid Manager, der will auch den Marley sehen. Michelle und ich gehen gleich noch zu Rewe und kaufen Schokolade, weil wir die gerade schon aufgegessen haben. Hashtag läuft bei uns. 2 Minuten eine Schokoladentafel aufgegessen. Ja, okay, das ist jetzt nicht schwer, aber egal, okay. Und dann wollen wir nachher noch einen Film gucken. Und dann müssen wir nochmal mit dem Marley raus und wir waren schon mit ihm auf der Wiese, aber er hat leider wahrscheinlich kein Pipi oder Kaka gemacht. Man konnte es nicht sehen, weil es dunkel war und der so klein ist und ja. Und dann gehen wir gleich halt nochmal mit ihm runter. Ne, Michelle? Mhm. Und ja, bis nachher dann, Freunde. Jo, heute ist Donnerstag und ich war mal so cool und habe mir Fake-Piercings aufgeklebt aus meinen alten Lippenbändchen-Piercings. Ich weiß nicht, also ich finde Piercings stehen mir jetzt nicht so, zumindest nicht so viele, auf gar keinen Fall. Und das Septum kitzelt in der Nase. Und ja, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ich versuche die ganze Zeit ein Selfie zu machen, aber ich krieg's nicht hin. Irgendwie unfotogen. Auf jeden Fall. Genau. Leute, ich glaube, ich beende jetzt einfach mal den Vlog. Der Malik schläft da unten ganz brav auf meinem Bademantel. Ja, irgendwie hat er es mit meinem Bademantel. Der schläft da immer drauf und keine Ahnung, dann lasse ich ihn halt auch darauf schlafen, weil ich so nett bin. Und ja, also es werden auf jeden Fall noch ein paar mehr süße Videos vom Marley folgen, natürlich. Und natürlich auch vom Oscar, wenn ich ihn dann das nächste Mal wieder sehe. Ich hoffe, ich sehe ihn am Wochenende, weil das ist schon komisch, so jetzt einen neuen Hund zu haben. Ich meine, ich ersetze ja nicht den Oscar, aber wisst ihr, was ich meine? Ich will den jetzt schon wieder sehen und auch euch dann Videos von ihm zeigen, weil ich sonst denke, so Oscar fühlt sich benachteiligt, auch wenn er es natürlich gar nicht weiß, aber trotzdem.
Und ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ich hoffe, euch hat dieses wirklich krass random Video, Vlog, Marley-Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!